Was geht ab? Was geht auch, Leute? Herzlich willkommen. Neues Eternal Evolution Video. Ja, und wir gehen weiter bei unserer Story Progress Series und gucken, wie es weitergeht. Wir sind bei 51,31 mittlerweile schon. Wirklich sehr, sehr stabil. Gucken wir mal, wie weit wir wieder kommen. Wie es läuft. Die Stage sieht erstmal ganz gut aus, würde ich sagen. Ah, die nehmen wir mit, die Stage. Sehr gut. Rein 32, die sieht schon wieder ein bisschen übel aus hier mit dem Koid, der wieder die Backline rippen will. Man kennt ihn. Wo ist er auf dem Weg hin? Ah, der bleibt da stehen. Versuchen wir den ein bisschen nach hinten zu schieben. Creed. Ah, hat nicht ganz geklappt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Creed hat den eigentlich eher ein bisschen blöd geschoben. Aber der springt ja eh wieder rum wie so ein kleines Kind auf dem Trampolin. So. Nein! Oh, was war das für ein Jump von Creed? Ja, whatever. Whatever, jetzt müssen wir eh einfach Damage fokussen auf den. Brauche ich hier noch ein bisschen Single Target DPS, aka Emma, Taylor oder so. Aber ich glaube, das reicht auch vom Damage her hier, oder? Würde mich zumindest wundern, wenn nicht. Ja, es reicht auf jeden Fall. Nice. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Spider! AOE Damage haben wir ja eigentlich auch dabei. Sollte die Stage eigentlich gut gehen mit der Spinne. Das Problem ist, dass links oben der Tank da die ganze Zeit jetzt die Ampo-Sachen und so ist. Ampo kriegt keine Range jetzt hier auf die hinteren Sachen. Naja, passt schon, denke ich. Jetzt müsste Ampo doch ein bisschen in Range laufen. Creed ist tot. Das überrascht nicht wirklich, oder? Ja, jetzt müssen wir eigentlich noch. Oh, guck mal, der eine ist komplett aus dem Bild raus. Kriegen wir da überhaupt noch? Geht das überhaupt noch Schaden zu machen auf den? Ich hoffe. Ah, die Spinnen werden jetzt eklig zu killen, ne? Aber sollten gehen. Ich weiß noch nicht, ob wir irgendwie diesen Tank da hinten überhaupt noch Damage machen können, weil der einfach. Der ist aus dem Bild. Der ist weg. Ich verstehe nicht. Da ich, oh, hat anscheinend gereicht, aber es war irgendwie komisch, konnte nicht mehr mit irgendwelchen AOE-Skills hitten. Hat aber trotzdem noch gerade eben gereicht. 51, 34. Wolf ist dabei. Den sollten wir mal gut handeln können mit dem Team.
doch jetzt die Geschichte. Grüße gehen raus an Wolfsmann. An der Stelle. Bei mir aus der Gilde. Oh. Game Crash am Rande. Super. Muss ich kurz wieder neu laden. Sofort da. Da sind wir wieder. Mal eine Frage, Leute. Crasht das Game bei euch auch so oft bei LD Player 4 oder welchen Emulator benutzt ihr? Ich finde, das Game crasht sehr, sehr oft und das ist schon auch teilweise sehr nervig. Ich habe gesehen, wir hätten die Stage locker geschafft, jetzt ist das Game wieder gecrashed und dürfen wieder von vorne. Das ist auch in anderen Contents, auch bei Twilight hier und da. Passiert das bei euch auch so oft oder ist da irgendwas bei mir nicht richtig? Wenn ja, könnt ihr mir mal eure LD-Player-Settings geben oder so, oder ob ich irgendwas noch machen kann, um die Crashes irgendwie zu minimieren, weil bei mir ist das, wenn ich viel spiele, 10 Mal am Tag stößt einfach das Spiel ab und das ist schon ein bisschen nervig. Wäre da um jede Hilfe, wäre echt nice von euch, Leute. Wenn ihr da irgendwas habt, das hilft. Bei Bluestacks lief bei mir immer voll ruckelig, so, keine Ahnung. So, die Stage haben wir jetzt geschafft. 51,35. We move! Jetzt wieder ein großer Golem, der wieder viel tanken wird. Ist, die stehen hier alle ziemlich nah beieinander. Das ist mal sehr gut. Oh. Ampu. Ampu wurde weggepustet. Ich glaube von einem von diesen Bogenschützen mit der Ulti oder so. Da müssen wir aufpassen. Vielleicht gehe ich erstmal, dass ich mit Leo versuche, die Bogenschützen zu töten oder so. Nicht Ampo verlieren, der ist ganz wichtig für den Damage. Eine Golem und so. Sieht wieder kritisch aus für Ampo, oder? Ne, das müsste jetzt safe sein für Ampo. Ja, das ist safe. Jetzt noch der Golem, den schaffen wir in einer Minute auf jeden Fall. Der ist ja schon Half-Life. Haben die Stage auch schon wieder geschafft, sehr gut. Sehr nice. Wo stehen wir? Bei 51,36. Probieren wir mal, was hier geht. Die Stage sieht übel aus, sehr viel Damage. Mit Botmack und die kleinen Speerwerfer. Und vorne eine Euser. Das sieht sehr böse aus. Just saying. Mal schauen. Halt echt drei Viecher, die viel aushalten hier, ne? Boah, Leo ist tot, Mann. Da habe ich gehört, die Botmark-Ulti ist komplett durchgegangen, ne? Da habt ihr gehört, den Sound. Da macht ihr so einen komischen Sound hier. Das hätte nicht passieren dürfen. Jetzt nämlich auch schon der Immun. Also die machen schon richtig gut Schaden hier. Da müssen wir vorsichtig sein. Am besten die Botmark-Ulti nicht durchgehen lassen. Aber ich höre schon wieder diesen Botmark-Ulti-Sound, das gefällt mir nicht. Er ist gestunt. Mist, wir haben diesmal Creed verloren.
Ich glaube, Botmark hat seine Ulti auf Creed gemacht. Ich weiß nicht, ob das gut ist für uns. Wir können Creed hier schon gebrauchen. Death Down für Oisa. Richtig wichtig, aber. Ihr seht, Oisa hat noch so viel Leben. Boah. Die Stage wird schon wieder ganz schön wild. Wir haben immerhin jetzt schon mal den Immuneffekt von Leo nicht verloren, das ist gut. Und jetzt die Speerwerfer weg, was auch gut ist. Wir müssen jetzt die Botmark-Ulti wegmachen mit Ampu. Hat nicht geklappt anscheinend, obwohl das vorhin im Range angezeigt wurde. Dadurch haben wir jetzt die Leo-Immune verloren. Nicht toll. Ganz und gar nicht toll. Ich hoffe, dass wir Botmark jetzt weg haben. Das ist gut. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir Richtung Äußer kommen. Dass wir so viel Damage wie möglich auf Äußer bekommen. Und dass irgendwie der in die Richtung von Äußer marschiert. Bisschen bitter gerade. Ah, der kommt jetzt ein bisschen in die Richtung, das ist gut. Treffen wir jetzt alle drei, ist gut. Leider trifft Anpu immer nur noch den. 20 Sekunden. Können wir es schaffen? Wird eng. Hoffe. 5 Sekunden, ja, sieht gut aus. Nice. Knapp 2 Sekunden, aber haben wir. 51, 36. Check. 51, 37, was geht hier? Oder wir machen jetzt erstmal eine Päuschen. Wir machen erstmal Päuschen. Video ist auch schon wieder sehr lange. Sehr langes Video. Wir machen beim nächsten Mal weiter, Leute. Ich zeige jetzt auch nicht das Gear. Das Gear ist immer noch dasselbe. Ihr könnt ja einfach in den anderen Videos von der, oder habt wahrscheinlich die anderen Videos vielleicht schon gesehen, wenn ihr die Series guckt, dann wisst ihr, das Equipment meiner Helden ist immer noch dasselbe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und verpasst keins der weiteren Videos für Eternal Evolution. Peace, euer Resign 1.